Leute, ich bin am Arsch, Digga. Ich fühle mich so beschissen, Hand aufs Herz. Nicht nur, dass mein... Was zum Teufel machst du da gerade? Kann man das mal... What the hell is going on with you, little doggy? Okay. Alter, ich war gerade draußen, deswegen auch die Maske. Keine Angst, ich fühle mich jetzt nicht beschissen wegen Corona. Also doch, ich fühle mich beschissen wegen Corona, aber nicht, weil ich krank bin. Und zwar fühle ich mich beschissen, weil diese Corona-Kacke, diese Covid-19, diese Coronavirus... Der hat meinen kompletten Schlafrhythmus in den Arsch gemacht. Also richtig, der sieht eigentlich aus, Digga. Ich bin richtig so ein White-T-Man. So richtiger Harry. Digga, so, mein Schlafrhythmus ist komplett im Arsch. Ich meine es komplett ernst. Digga, wenn ihr irgendwie mal Schlafrhythmus habt und irgendwie bis 6 Uhr morgens wach bleibt, ich bleibe bis 14 Uhr, also 2 Uhr mittags wach, manchmal auch 15 Uhr, und schlafe bis 17, 18 Uhr. Das heißt, ich habe 2-3 Stunden Schlaf und ich weiß nicht warum. Ich kann einfach nicht mehr, Digga. Ich liege einfach im Bett da, so. Versuche Augen zuzumachen, denk nach, wach wieder auf. Ich kann einfach nicht pennen. Diese ganze, weil normalerweise, weil so Schlafrhythmus ist bei mir sowieso oft im Arsch, aber diese Corona-Kacke hat es halt so gemacht, dass ich darf halt das Haus nicht verlassen. Also wir dürfen nur hier ein bisschen kurz vor die Tür, mehr nicht, aber wir dürfen nicht irgendwo hin. Und das heißt, davor hat man halt irgendwie, wegen draußen hat man irgendwie halt noch ein bisschen was zum Tag. Also ich bin zeitlos. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe keine Zeit mehr. Also der Tag ist nicht mehr existierend, was so komisch ist, Digga. Der Tag ist hier drinnen. Ich meine, okay, es könnte schlimmer sein für mich, weil es ist natürlich nice, ich habe ein großes Haus, glücklicherweise. Und es könnte schlimmer sein, aber kein Tag existiert mehr für mich. Und es macht nicht mal Sinn, wenn ich bis 14 Uhr wach bleibe, ist es auch ein Scheißegal, weil wen juckt's denn so? Aber ich wollte euch mal ganz kurz Shoutout geben, ne? Ihr wisst ja, bei den letzten Videos. Achso, apropos, ich habe eine bessere Kamera rausgeholt. Vielleicht habt ihr es gesehen. Erstmal Shoutout an alle diese 2000, die gerade das letzte Video gesehen haben. Und wir haben 250 Likes geknackt. Das heißt, hier ist auch schon direkt das neue Video. Denn ich habe euch gesagt, bei 250 Likes kommt direkt ein neues Video. Wie auch hier bei diesem Video. Das heißt, wenn dieses Video 250 Likes bekommt, kriegt ihr direkt ein neues Video hier für diese Mini-Community auf Lutz. Das seid ihr. Danke, dass ihr da seid. Das sind wir, so eine kleine Mini-Familie, ne? Die 2000 Leute. Und erstmal Shoutout an die Leute, die kommentiert haben hier, Lost Snake zum Beispiel, Marlon Meyer, Cookie irgendwas, Mensch aus dem Internet, Almost Stupid schon wieder, Honey, Koribi, Alex Winter, Shoutout geht raus an euch. Und weil ich natürlich jetzt nicht jedes Mal alle Shoutout kann, werde ich so machen, dass ich ab sofort alle, die als erstes kommentieren bei einem Video, die ersten 5, die kommentieren, werde ich Shoutouten bei dem nächsten Video und dann halt auch ein bisschen... irgendwelche von drinnen, damit das nicht so unfair ist. Aber die ersten 5 kriegen auf jeden Fall einen Shoutout. Das heißt, hab die Notification an hier bei diesem Kanal, damit du direkt kommentieren kannst. Das wäre nice. Und natürlich immer nicht vergessen, Daumen hoch, würde mich freuen. Ich wollte euch einmal einen Trick zeigen, ganz kurz, der richtig gut ist zu wissen für euch, wenn ihr Masken tragen müsst. Ich glaube, in Hamburg ist es gerade so, dass Maskenpflicht eingeführt worden ist. Auch wenn ihr vielleicht nicht aus Hamburg seid, aber dass man halt eine Maske tragen muss, wie auch hier. Also hier darfst du nicht irgendwie, du darfst alle 3 Tage im Supermarkt gehen. Aber du musst eine Maske tragen. Ich habe jetzt meine Maske vergessen. Maske und Handschuhe ist ganz wichtig. Müsst ihr tragen. Hier ist meine Maske. Und ich wollte euch den Trick zeigen, wie ihr wirklich erkennen könnt, dass eure Maske auch gut sind. Weil diese Maske ist zum Beispiel so ein Billigplagiat aus China irgendwo. Bringt eigentlich gar nichts. Aber ich zeige euch mal ganz kurz den ultimativen Trick, wie ihr sehen könnt, dass es auch wirklich eine gute Maske ist. Ne? Die ist eigentlich kacke, aber damit ihr... Aber ich versuche es mal anders zu machen. Ich nehme mal die Kamera so. Warum ist das Ding hier? Ich verstehe das. So, wenn ihr, vielleicht könnt ihr das sehen, macht eure Maske so und normalerweise, wenn es jetzt unter Wasser gehen würde, soll das Wasser sich hier sammeln. Das heißt, es kann eigentlich nicht durchfallen. Schauen wir mal ganz kurz. So, ja, tatsächlich. Also es geht, das Fell ist nur raus, weil ich es dumm halte, ne, weil ich ein bisschen zu dumm bin dafür. Aber ihr könnt sehen, es bleibt schön drinne und erst wenn ich das so mache, fällt es raus. Also, haben wir mal wieder gelernt, wenn ihr Wasser reinmacht und es nicht durchkommt, dann habt ihr eine gute Maske. Alter, was für eine weirde Zeit, oder? Was für eine komische Zeit gerade abgeht hier auf der ganzen Welt so. Wir haben uns zwar alle damit schon ein bisschen abgefunden, aber ich habe irgendwas gehört von wegen NRW hat wieder Schule eröffnet. Was machst du los bei dir, du Kleinen? Was ist los? Was machst du da mit deinem ugly ass? Ayo! Ja, mit diesem Schuh. Ich habe den Schuh damals gekauft. Ich dachte so, geil, Hausschuhe. Der wird komplett zerstört. Zeig mal ganz kurz, was du gemacht hast mit diesem Schuh. Schade, zeig mal, was du gemacht hast. Okay, dann nicht. Dann lass mich in Ruhe. Hä? Zeig mal, was du gemacht hast mit dem Schuh. Komplett auseinandergenommen. Genau. Ich wollte euch einmal zeigen, meinen anderen Kanal, falls ihr noch nicht gesehen habt. Warte mal, wo ist der denn?
der Dizzy. Weil wenn ihr hier schon am Start seid, ne, diese 2000 Leute, die ihr seid, guck mal, das ist mein geheimer Undercover-Kanal, der Dizzy. Da kommt jeden Tag auch ein Video hoch, auch nicht so viele Views, aber es ist halt für diese kleine Community. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf zum Beispiel Reaktionen, auf verschiedene Videos, dann folgt auf jeden Fall mal der Dizzy. Link findest du in der Beschreibung unten. Das ist eigentlich richtig nice. Hier zum Beispiel, das habe ich heute hochgeladen. Hier gab es zum Beispiel 2 Videos heute. Das ist richtig geil, Digga. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist ein richtig nices Video mit Tommy und Ronny, so heißen diesen beiden Boys, die hier so ein Haus gebastelt haben. Ey, das haben die Leute auch mega gefeiert. Likes sind gut und ganz kurz die Kommentare checken. So, Tommy und Ronny. Alter, das wieder Spaß gemacht. So. Nee, wie gesagt, 52, okay, vielleicht auch mal jetzt hier ein bisschen Farbe wieder bekommen, Digga. Ey, was hernehmen wollen. Also wenn ihr irgendeine Ahnung habt, wie ich meinen Schlafrhythmus... Digga, das, was du da machst, ist eine ganz komische Situation. Danke. Wenn ihr wisst, wie ich meinen Schlafrhythmus wieder normal bekommen kann, dann schreibt mal bitte einen Tipp in die Kommentare. Wo willst du... Digga, was ist dein Plan, Charlie? Was ist dein Plan? Wo willst du hin, Alter? Hoppala. Okay, ja. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Und 52 Likes, dann kommt direkt das neue Video. Wo wolltest du hin, Charlie? Hm? Ja. Opa, okay. Also, wir sehen uns. It's your boy, Steezy, man, you know what it is. Wenn ich wüsste, wo ich das Ding hier ausmache. Opa, okay. Reicht. Danke. Tschüss.